Hallo, hier ist die Kati und heute habe ich von Schleichhorst Club den Adventskalender von 2023 hier liegen. Es gibt ihn endlich. Also ich weiß, wir sind ein bisschen früh dran, aber Adventskalender gehen immer. Und ja, wir gucken gleich mal rein. Er hat diesmal hier vorne so eine Klappe zum Aufmachen und dann könnte man es so nach hinten abmachen. Ich habe es jetzt schon mal einmal hier, ne? Perforation abgemacht. Und dann sieht man dieses wunderschöne Bild. Und da muss ich sagen, Schleich hat auf uns gehört, oder? Man hat ein anderes Bild als einfach nur das, was alles drin sein wird. Und das finde ich super toll. Ein schönes weihnachtliches Bild mit den Horse Club Mädels. Perfekt. Vielleicht ist da so ein bisschen was drauf, was vielleicht auch drin ist. Keine Ahnung. Nö, ich denke nicht, dass da wie vier Mädels drin sein werden. Und ja, also das ist schon mal super. Das hatte ich ja letztes Jahr angesprochen, dass das irgendwie blöd ist, dass direkt wirklich alles drauf zu sehen ist, was es geben wird. Das ist schon schön. Also da ist ein bisschen mehr Überraschung drin, ne? Super, wir legen mal gleich los. Die 1. Hier ist die 1. Ist aber groß. Geht hier um die Kurve. Okay. Oh, guckt mal, da hat man gleich als erstes ein Pferd. Das ist doch schon mal eine gute Sache, weil es kommen ja nachher ganz viele Sachen für Pferde und man hat schon ein Pferdchen, mit dem man dann damit benutzen kann. Besser als andersrum, ne? Was willst du mit dem Hufkratzer, wenn du kein Pferdchen hast? Oh, vielleicht steht ja auch noch drauf, was du bist. Ein Island-Pony-Hengst. Okay. Hier ist unser Island Pony Hanks. Oh, und die Haare sind ja schön. Der hat hier so eine zweifarbige Mähne. Unten auch die Beinchen ein bisschen dunkler. Der ist sehr schön. Die sind so ein bisschen, da sieht man, das ist so ein Pony, ne? So ein bisschen stabiler gebaut. Schleich steht drauf, das ist auch gut. Ja, schön. Gefällt mir gut. Das Gesicht ist auch wirklich sehr, sehr schön. Sieht sehr schön aus. Sehr gut. Also, Pferdchen Nummer 1. Machen wir weiter mit der 2. Das wird dann wahrscheinlich eher ein bisschen was Kleineres sein. Da haben wir es. Und wir haben ein paar Äpfel. Ja, ist immer. Muss man mit rechnen beim Schleichkalender. Ein paar Äpfel. Gut. Vielleicht ein Äpfel rot und grün oder so. In einem so ein Ding wäre vielleicht auch nicht schlecht gewesen. Aber ja, damit müsst ihr rechnen, ne? Wenn ihr das Ding kauft. Achso, das hat übrigens 35 Euro gekostet. Also geschenkt ist anders. Wir gucken mal, ob es das wirklich wert ist. So, 3. Okay, dann haben wir hier eine Kiste für unsere Äpfel. Die ist schon eigentlich ganz cool. Mehr ist auch nicht drin, ne? Ja. So. Das ist schon ganz putzig. Das geht. Wie gesagt, wenn man sich den kauft, den Kalender, muss man wirklich damit rechnen, auch viele einzelne kleine Sachen da drin zu haben. So, weiter geht's mit einem Heu. Das müssen wir noch zusammenbauen. So. Ein bisschen eine andere Farbe als sonst. Das ist so ein bisschen gesprenkelter. Also ich kenne das nur als sehr, sehr einfarbig gelb, aber jetzt sieht es ein bisschen, ein kleines bisschen natürlicher aus, wie so ein Plastikheu halt natürlich aussehen kann. So, weiter geht's mit der, was war das, die 4? Jetzt kommt die 5. Die 5, die 5. Wo ist es denn? Ach, es geht wieder los, ne? Die 6 habe ich schon gefunden. Wo ist denn die 5? Hier? Da, da ist sie. Die 5 ist auch ein bisschen größer. Zwei Türchen. Und wir haben einen Sattel. Ist da noch was versteckt? Ich sehe das immer von hier hinten nicht. Nein, das war's. Okay, schaut mal. Ein Sattel für unser Island-Pony. Nochmal durch da. Ja, so Sattel und so ist immer cool, ne? Die kosten ja alleine auch schon immer sehr viel Geld, diese kleinen Accessoires-Packs, die es so gibt, wo eine Decke und ein Sattel und so dabei ist. Ach, du bist aber schlank. Dich müssen wir hier wieder richtig doll zumachen. Also bis auf den letzten, ne, muss man das durchziehen. Ich weiß nicht, warum sie es immer so doll lang machen. Vielleicht ist es für die Kinder dann einfacher, das da durchzufummeln und so. Ich finde so ein bisschen, bis hier hätte wahrscheinlich jetzt doch auch gelangt, oder? Dann hat man nicht immer so ganz viel rumfliegen. Aber so ist das immer gewesen. Wird wahrscheinlich immer so sein. Aber der Sattel ist ganz süß. Sehr schön. Ich mache ihn mal ab, dass wir nachher auch mal sehen, wie viel wirklich dabei war. So, mal wieder raus da. Ist euch so ein Ding eigentlich schon mal abgerissen, frage ich mich, wenn man zu doll dran zieht? Oder ist es wirklich so? Also, na, man kann schon, ja, ganz schön ziehen. Oh, also schreibt mal gerne einer in die Kommentare, wenn ihm da schon mal das Teil hier unten abgerissen ist. Würde mich mal interessieren. So, Nikolaus. Nikolaus ist ein großes Feld nach außen. Und wir haben die Figur. Und das ist, glaube ich, Sophia. Und Sophia ist, ich habe das Gefühl, Sophia ist überall drin. Ne? Eine Zeit lang war überall Henna drin, die Rothaarige. Und jetzt im Moment ist überall Sophia drin.
in diesen kleinen Sets. Also, weiß ich nicht. Kommt vielleicht immer darauf an, welche gerade am beliebtesten ist. So ein bisschen Abwechslung wäre auch nicht schlecht, weil man nachher die fünfte Sophia hat, ist vielleicht auch doof. Oder vielleicht mal einen ganz neuen Charakter oder so, ne? So ein Mädchen, was über die Weihnachtsferien zu Besuch kommt oder so. Dazu passen dann das Buch und die CD, ne? Also Schleich, hier ist eine Idee fürs nächste Jahr. Aber ja, eine schöne Figur, die sind diese voll... Ja, doch, es ist die voll bewegliche Figur. Ich wollte gerade schon sagen, hier mit den Beinchen, dass sie auch reiten kann. Die Haare sitzen erstaunlich gut. Sonst ist es immer echt schwer, die da drauf zu kriegen. Das Gesicht, ja, ist immer schwierig, ne? Ich finde auch die Hautfarbe meist immer ungesund. Hatten wir nicht letztes Jahr auch Sophia und die sah so gelb aus? Oder welche war das? Naja, also viel besser ist es auch nicht geworden. Aber sie sieht hier auch sehr, na, es soll halt blass sein, ne? Aber das ist eher blasse Hautton und das ist eher gelber Hautton. Aber die Figur, ja, ne? Süßer Weihnachtspulli. Hier unten noch so mit ein bisschen Girlande dran, ne? Und dem Pferdchen mit der Weihnachtsmütze. Das ist schon sehr putzig und hat man so auch noch nicht. Ja, schöne Figur. Däumchen hoch, bis auf die Hautfarbe, aber das, vielleicht ist das auch wirklich so schwierig. Ich weiß es nicht. So, Nummer 7. Ein eingepackter Eimer. Warum der jetzt eingepackt sein muss und die anderen Sachen nicht? Vielleicht, weil er aus zwei Teilen besteht. So, ja, so ein Eimer geht natürlich immer, aber irgendwann hat man das natürlich schon sehr oft, ne? Ist natürlich, wenn du jetzt so den Adventskalender so als Einsteiger dann dir besorgst, noch nicht viel Horse Club hast, ist es natürlich auch ganz schön. Hat man so ein paar Sachen, womit man erstmal anfangen kann zu spielen und vom Weihnachtsmann wünscht man sich dann ein größeres Set oder so. Auch eine Idee. So, 8. Und wir haben hier den obligatorischen Putz, Putzeimer würde ich nicht sagen, aber diese Tasche, wo so die Putzsachen drin sind, den haben wir, glaube ich, auch schon, keine Ahnung, bestimmt 5-6 Mal. Der ist auch immer überall dabei. So, ein da und rein da. Den kann man hier aufmachen. Dann kommt bestimmt nachher noch ein Fach, wo dann so Hufkratzer und Schwämme und so ein Gedöns drin sind. Was man natürlich alles braucht, das stimmt ja schon. Aber wenn man nachher doch, ne, zu viel davon hat, wird es ein bisschen, wird's ein bisschen viel Kleinkram. So, Nummer 9. Wo ist sie denn? Nummer 9. Ihr habt sie bestimmt gesehen und ich sehe sie nicht. Welche Zahl ist das hier? Ja, das ist die 24. Okay. Nummer 9. Oder hatten wir die schon gemacht? Nee, wir hatten die 8, ne? Wäre auch mal witzig. Also nicht witzig, aber auch schon ein bisschen gruselig, wenn mal ein Adventskalenderhersteller eine Zahl vergessen würde. Und das würde niemandem vorher auffallen. Das wäre schon gruselig. Ich finde die 9 wirklich nicht. Ach da. Genau in Hennas Gesicht. Und wir haben, was haben wir denn hier? Ach süß, ein kleines Kuscheltier als Pferdchen. Das ist doch niedlich. Ich glaube, das haben wir auch schon ein, zwei Mal. Aber es ist immer... Immer wieder freue ich mich daran, wie niedlich es ist. Sehr süß. Jetzt aber die 10. Die war da. Und hier haben wir... Ach nee, das also... Sorry. Da ist jetzt einer von diesen Dingern drin. Und braucht man nicht sowieso mindestens immer zwei. Irgendwie eins zum Putzen und eins zum Abstreifen oder sowas. Also ich habe ja versucht, ein bisschen zu lernen seit letztem Jahr. Wenn ihr die letzten Kalender gesehen habt. Ich weiß trotzdem noch nicht, wie genau wie das Ding heißt. Ich habe keine Ahnung, Striegel oder so. Eins ist doch, ne, zum Putzen und dann macht man das auf dem anderen dann so ab oder so. Aber das hätte doch jetzt in einem so ein Türchen auch beide Sachen drin sein können. Ach, Schleich. Seid doch nicht mehr so geizig, würde ich schon fast sagen. Na gut, Nummer 11. Und wir haben einen Rucksack. Kann man vorne aufmachen. Ach. Kann man hier die Sachen reinpacken, zum Beispiel das Kuscheltierchen, wenn sie, was weiß ich, irgendwo zur Übernachtung hingeht. Kann man sogar noch zumachen, oder? Wenn das da drin ist, ja, wird man zukriegen. Süß. Ja, das fässt sich ein bisschen doll gummimäßig an, aber es soll ja beweglich bleiben. Da geht es wahrscheinlich nicht anders, als das so zu machen mit diesem sehr weichen Gummi. Es glänzt auch extrem, ne? Also, ja. Würde jetzt nicht mein Lieblingsteil sein, würde ich mal sagen, aber es ist funktional. Nummer 12. Wo ist die 12? Da hinten ist die 12. Und wir haben... komm raus. Ach, wir haben einen kleinen Hund. Ist doch ein Cocker Spaniel, oder? Englischer Cocker Spaniel. Okay. Komm raus. Ja, süß. Ach, guck mal. Das niedliche Lächeln im Gesicht.
Das ist doch ein hübscher. Sehr schön. Gefällt mir auch sehr gut. Also haben wir schon mal unser zweites Tier, richtig? Ein Pferd und ein Hund. Nummer 13, Nummer 13. Ach, jetzt war gerade Halbzeit, ne? Es ist schon die Hälfte bis Weihnachten geschafft. Nummer 13 ist eine, ich wollte gerade sagen eine Decke, aber nein, es ist ein Schlafsack. Süß, oder? Guck mal, da kann sie dann da rein. Wenn sie irgendwie draußen übernachten im Winter, Zeltparty machen, so. Die sind immer schön, die kleinen Schlafsäcke. Davon kann man auch eigentlich nicht genug haben, weil ne, man hat ja immer so mindestens 4 Mädels vom Horse Club. Und dann braucht man ja auch 4 Schlafsäcke. Und dann kann man die zusammenrollen. Und hier unten ist so ein Gummiband dran. Und kann die dann einmal flopp zusammen machen. Ui. Das ist richtig schön. Und die fassen sich auch wirklich sehr, sehr schön an. Schöner Stoff. Weiter geht's mit der Nummer 14. Die ist unten. Und wir haben, was ist das? Noch ein Heu? Ein vergammeltes Heu. Das soll wahrscheinlich eher so ein Gras sein, oder? Das sieht jetzt aber unappetitlich aus. Sieht aus wie so ein Spinat, der schon ein bisschen zu alt geworden ist. Also, guckt mal. Ja, es soll wahrscheinlich Gras sein, ne? Na gut. Nummer, ich wollte gerade sagen 16, aber warte mal, 14? Nee, jetzt kommt erst mal 15. Wo ist hier dein Loch? Du bist so, ach, du hast 2 Türen. Okay, ein langes Teil haben wir hier. So, hier ist drinne eine, würde ich sagen, Picknickdecke. Es ist keine Pferdedecke, oder? Dafür ist sie nicht, hat sie nicht so einen Bogen da drin, aber es wird eine Picknickdecke sein. Passt dann ja vielleicht auch so ein bisschen dazu, dass die dann darauf vielleicht campen tatsächlich. Oder so. Ja, eine kleine Decke. Ist okay. Kann man sich wahrscheinlich aber auch einfach aus einfachen Stoffresten zu Hause selber nähen. So. Nummer 16 war hier unten. Und da ist, oh Gott, da ist das zweite Teil von diesem Teil drin. Von dieser, von diesem Striegel und, wie heißt denn das andere Ding? Striegel und, ich weiß es nicht mehr, sorry. Aber hier ist auf jeden Fall das zweite Teil davon drin. Naja, also, ne? Ich finde, wenn die zwei schon in einem drinne gewesen wäre, wär schon, hätte ich schon gesagt, oh, naja, so ein Hufkratzer wäre noch gut gewesen. Aber jetzt wirklich immer nur ein jeweils in einem Türchen. Das ist schon wirklich hart. Nummer 16 oder 15 hatten wir, ne? 16 hatten wir gerade. Dann sind wir jetzt bei der 17. Und hier ist drinne, ach süß. Aber der ist auch immer überall mit dabei. Das Eichhörnchen. Tada! Aber gut, ich meine, der ist so niedlich. Er darf überall dabei sein, der Kleine. Süße Maus, du. Da ist er. Kommen wir dich mal auf die Seite. Jetzt kommt schon die 18. Das geht so schnell. Na, komm raus. Was ist da drin? Ja, guck mal. Und hier sind dann so. Ein Becher, also da haben sie auch wieder nicht draus gelernt, oder? Wir müssen ein bisschen lauter schreien, damit Schleich uns hört. Wir wollen nicht nur einen Becher. Bitte gebt uns doch wenigstens zwei. Ich meine, klar, sie ist jetzt alleine hier, ne? Aber es kann jetzt doch nicht daran scheitern, dass man jetzt nicht noch einen zweiten Becher dabei hat. Ach Mensch, ja, ein Becher ist dabei. Letztes Jahr war noch das Problem, dass so ein ganzer Kuchen dabei sein sollte, aber es war nur ein einziges Stück dabei. Das war auch ganz schön frech. Das war die 18, jetzt kommt die 19. Es ist dabei ein Kissen. Ja gut, okay, das ist aber schon ganz putzig, ne? So ein Kissen, Schlafsack, dann auf die Decke. Das ist schon ganz gemütlich. Kann man auch sich schöne Geschichten ausdenken zu. Das ist schon okay. So, wo sind wir jetzt? Ich weiß es schon nicht mehr. Hatten wir die 18 oder die 19? Die 19 hatten wir. Jetzt kommt die 20. Und was haben wir hier drin? Was spüre ich da? Einmal Karotten. Ach, die sind aber schon ganz hübsch gemacht, ne? Also, die haben schon eine ganz gute Textur hier überall. Die sehen schon relativ, ja, echt würde ich jetzt nicht sagen, aber nicht einfach nur glatt und so. Sieht schon karottig aus. Hätten aber auch zwei sein dürfen. Oder vielleicht noch ein Kohlkopf dazu. Oh, es kommt bestimmt noch der Kohlkopf. Dieser, der ist auch oft, also so ein Salat, so ein grüner. Aber so viele haben wir gar nicht mehr, ne? Dass jetzt noch so viele kleine Sachen kommen könnten. Aber mal schauen. Was ist das? Oh.
Habe ich es nicht gerade erwähnt? Letztes Jahr war ein Stück Kuchen dabei. Und hier haben wir das eine Stück Kuchen, was auch dieses Jahr wieder dabei ist. Ach, Leute, nee. Macht doch wenigstens, was weiß ich, zwei. Oder macht vier Stück Kuchen, hat man wenigstens die Torte zusammen. Oh Gott, ich habe ein bisschen Angst, dass jetzt noch in irgendeinem hier noch ein einzelner Teller gleich drin sein wird. Ah, na gut, so, das war die 21. Die 22, da ist jetzt der Teller drin bestimmt, oder? Nein, es ist, oh, ja stimmt, das brauchten wir ja auch noch, ne? Fürs Pferdchen hier vorne dann diese, ach, das fürs vorne, zum Führen. Rein da, Zaumzeug, oder? Zaumzeug, ich glaube, es heißt Zaumzeug. Rein da, rein da, rein da. Dass mir das nicht abgerissen ist, ist auch immer erstaunlich, muss ich sagen. Aber wir kriegen das hier hin. Ich muss sagen, zu diesem braunen Pony finde ich ja dieses braune Zaumzeug. Wie ist das denn? Habe ich das falsch angezogen? Sieht irgendwie verkehrt aus. Ich glaube, es muss nach unten. Also zu diesem braunen Pony finde ich dieses braune Zaumzeug tatsächlich nicht so hübsch. Und auch der Sattel, das, da wäre so ein ganz schwarzer vielleicht ganz cool gewesen. Oder noch ein hellerer, vielleicht so wie die Haare hier oben. Keine Ahnung, also es sieht jetzt falsch aus. Aber wenn ich überlege, es andersrum zu machen, hätte man ja hier an den Ohren nicht so ein zweites Teil. Ich weiß es nicht. Also ob es jetzt so rankommt oder anders, das würde man wahrscheinlich, wenn man sich das Bild vorne nachher angucken würde, rausfinden. Es ist auf jeden Fall was, was das Pony anziehen kann und womit man das führen kann. So. Und sind wir jetzt schon bei der 24? Moment. Was hatten wir jetzt? 21, hier, nee, wir haben noch die 23 und die 22 hatten wir jetzt eben, ne? Okay, 23. Da ist doch jetzt bestimmt der Teller drin. Wir haben keinen Teller für unseren Kuchen. Ehrlich? Habe ich den irgendwo vergessen? Ich wackel gleich nochmal. Hier sind die roten Äpfel. Ja, einmal rote Äpfel. Dankeschön. Und in der 24 haben wir jetzt... Tatatata, was Großes noch. Och, ein Fohlen ist noch dabei. Oh nein, es ist keine Beschriftung dabei, was es für eins ist. Ach, geh auf. Wieso steht das denn bei manchen drauf und bei manchen nicht? Der hätte doch jetzt draufstellen können, so und so ein Fohlen. Ich meine, ach, es ist aber echt süß. Du bist ja ein ganz hübscher. Eine hübsche Mähne hast du. So ein bisschen strubbelig. Er ist auf jeden Fall ein richtig, richtig süßer. Aber ich glaube, es ist kein, also es ist nicht auch so ein Island-Pony. Dafür ist es zu schlank, also zu gärtig halt, ne? Nicht so stabil wie so ein Pony gebaut. Keine Ahnung, was du bist. Vielleicht weiß es jemand und kann es in die Kommentare schreiben. Dann werden wir alle ein bisschen klüger sein. Ist auf jeden Fall sehr süß. Doch, kann man nichts gegen sagen. Ich schüttel mal kurz. Nein, wir haben tatsächlich nichts vergessen und es ist tatsächlich kein Teller für den Kuchen dabei. Also es ist alle. Ich lege es mal zur Seite und wir gucken uns noch mal kurz an. Wir haben hier 1, 2, 3, 3,5 Tiere. Wir haben Püppchen, Schlafsack. Hier sind diese ganzen kleinen Teile drin. Mal schauen. Hier ist noch was, hier ist noch was. Alles Kleinkram. Ein bisschen Heu. Kiste, Sattel, Zaumzeug. Diese Kiste, wo man dann alles reinmacht. Von diesem Putzzeug halt, ne? Hier ist noch der Rucksack, Kissen, Eimerchen und der süße kleine Kuscheltier hier. 35 Euro. Schwierig, ganz ehrlich, muss ich ganz klar sagen. Das ist ganz schön wenig, ne? Für 35 Euro. Man kriegt diese Püppchen mit einem Pferd oft manchmal schon so für 12 bis 15 Euro, wenn man ein bisschen Ausschau hält, ne? Und dann ist nicht mehr viel da, wenn du die rausnimmst. Die haben ja auch das hier dabei mit dem Sattel und so. Der Hund, naja, 4, 5 Euro vielleicht, wenn überhaupt, gibt es auch manchmal ein bisschen günstiger. Und dann gibt es ja diese Sets, wo so Essen und Gedöns drin ist. Ja, ich glaube, wenn man es tatsächlich sich einzeln zusammenkauft oder vielleicht ein großes Set kauft und die Sachen dann in einen eigenen Kalender verteilt, kommt man doch noch ein bisschen besser davon weg, ne? Es sind süße Sachen drin, der Pullover ist niedlich, also ja, es ist schon echt schön. Aber bis auf den Pullover ist nichts Besonderes dabei, ne? Also das kann man so, glaube ich, also bei den Pferden bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es auch ein Island-Pony gibt. Vielleicht nicht genau diese Farbgebung, dass es auch dieses Fohlen irgendwo geben wird. Und der Rest, den gibt es auf jeden Fall, bis auf den Pullover.
Ja, ob es das denn wert ist, müsst ihr ganz allein entscheiden. Ich wäre zwiegespalten, ob ich das Geld dafür ausgeben würde. Vielleicht erst im nächsten Jahr, ne? Um Januar, Februar rum, dann gibt es die Kalender mal billiger und dann kann man sie dann weglegen und dann einfach Weihnachten rausholen wieder. Wäre auch mal eine Idee. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich will nicht zu kritisch sein, weil ich liebe Schleich und ich liebe auch Horse Club. Aber ja, schaut mal. Ich weiß nicht unbedingt, ob man den jetzt unbedingt haben muss. Muss ich ganz klar sagen. Lasst mir aber trotzdem gerne einen Daumen hoch da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.